Hass und Hetze nicht mit mir, aber gegen mich schon öfter. Also Hass im Netz, das richtet sich ja gegen viele Menschen, die vielleicht ohnehin schon unter Diskriminierung zu leiden haben, aber auch ganz besonders richtet es sich an Menschen, die eben in Positionen sind, in Bürgermeisterämtern, generell Politiker und Politikerinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Gleich mal die erste Frage komplett in die Runde. Also der Ton hat sich ja im Netz wirklich verschärft. Das hat man jetzt gerade auch in der Corona-Krise gemerkt. Es ist rauer geworden. Es ist ein herabgesetzter Umgangston. Können Sie diese Entwicklung bestätigen und haben Sie selber schon Erfahrungen mit Hate Speech, mit Hassrede im Netz gemacht? Vielleicht fangen Sie gleich mal an, Frau Bayermüller. Ja, also der Ton ist im vergangenen Jahr tatsächlich schon um einiges rauer geworden. Ich denke, das hat sicherlich auch mit der derzeitigen Krise zu tun. Es beschränkt sich allerdings nicht auf Rückmeldungen jetzt im Netz, sondern tatsächlich auch auf alle gängigen Medien, die es so gibt, inklusive E-Mails, Brief. Also wir merken schon, dass es deutlich zunimmt, was auch die Menge angeht und eben auch eine Verschärfung der Tonlage. Ist nicht so ganz einfach, damit jetzt auch in der Vielzahl dieser Rückmeldungen umzugehen. Ja, das reicht vielleicht einfach kurz zwei Beispiele davon, dass zum Rücktritt aufgefordert wird oder dass der Tag der Abrechnung kommt. Also das sind so, sage ich jetzt mal, die gängigeren Dinge, die dann einfach auch da zurückgemeldet werden. Da werden wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Herr Dr. Mehring, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch schon derartige Mails bekommen? Gut, ich bin zunächst mal, darauf haben Sie hingewiesen, Herr Wesch, jemand, der einigermaßen robust ist im Hinblick auf konstruktives Feedback, einfach aufgrund meines Rollenverständnisses. Ich sehe mich in der Tat so ein Stück weit als Angestellter der Menschen in meiner Heimat, der Region, die ich im Bayerischen Landtag vertreten darf. Und da gehört es dann auch dazu, dass man den ein oder anderen kritischen Hinweis von seinen Arbeitgebern in Anführungsstrichen zur Kenntnis nimmt. Allerdings gab es auch, will vielleicht auch zwei Beispiele machen, in der vermeintlich kurzen Zeit, in 2,5 Jahren, in denen ich jetzt eine landespolitische Spitzenfunktion innehaben darf, schon mindestens zwei Situationen, in denen aus meiner Sicht eine Grenze sehr deutlich überschritten war. Das war einmal der Fall, als es, das war in Bayern sehr breit Medienbericht erstattet, diese Liste der SASEC-Bewegung, also einer Schweizer Sekte gab, die ihre Mitglieder aufgefordert haben, Freund- und Feindeslisten von Politikern zu erstellen. Ich bin dann da von der Staatsanwaltschaft informiert worden, dass ich darauf mit Namen, privater Wohnadresse, privater Handynummer auftauche, nachdem ich mich ein paar Mal kritisch in Richtung AfD und zu Antisemitismus geäußert habe. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist jetzt eigentlich mehr, als man hinzunehmen bereit sein darf als Demokrat. Und zweites Mal jetzt in der Tat, wie es auch Indra Bayer-Müller sagte, in dieser aufgeheizten Stimmung der Corona-Pandemie, als es dann auch mal einen anonymen Schriftsatz gab, in dem stand, ich möge aufpassen, wem ich nachts bei Dunkelheit so begegne. Und man könne die Querdenkerbewegung ja auch mal nachts im Park treffen und die würden dann dafür sorgen, dass man, die Formulierung war, glaube ich, sein Leben im Bürofenster ausbaumelt. Ja, das ist dann so die Stelle, wo aus meiner Sicht halt die Diskussionsfähigkeit und der gesellschaftliche Diskurs aufhört und wir schlicht in einem Straftatbestand unterwegs sind und es muss sich niemand, weder ein Politiker noch sonst jemand, so gefallen lassen. Herr Dr. Mehring und Frau Ballon, was Herr Dr. Mehring letztlich dann tun kann, darüber werden wir später noch sprechen. Aber vielleicht mal an Sie die Frage, was sind denn so für Sie die, sagen wir auch krasse Beispiele, was haben Sie alles schon miterlebt in Ihrer Rolle als Anwältin bei HateAid? Ja, also wir sprechen ganz bewusst von dem sehr, sehr weit gefassten Begriff digitale Gewalt, weil digitale Gewalt ganz, ganz viele Gesichter hat. Das beschränkt sich längst nicht mehr nur auf den Hasskommentar in den sozialen Netzwerken oder auch mal die Morddrohung per E-Mail, sondern das sind ganz verschiedene Erscheinungsformen. Herr Mehring hat gerade schon die Feindeslisten angesprochen. Die sind sicherlich auch etwas, wo auch mittlerweile der Gesetzgeber erkannt hat, wie gefährlich die sind, dass man da nachbessern muss, weil es da leider Strafbarkeitslücken gibt. Aber wir sehen auch ganz, ganz viel, zum Beispiel das Anlegen von Fake-Profilen, um Verleumdungen zu verbreiten. Wir sehen, dass Bildmaterial verändert oder ja anderweitig missbraucht und zweckentfremdet wird. Wir sehen, dass immer wieder auch zum Beispiel E-Mail-Adressen erfunden werden, um bestimmte Dinge zu verbreiten. Und das sind natürlich dann auch Formen, die sehr dynamisch sind, weil das Internet sehr dynamisch ist und weil es da immer neue Dinge gibt, die sich Menschen leider einfallen lassen, um andere Leute zu schikanieren.
Frau Bayer-Müller, sind Kommunalpolitiker vielleicht ein Stück weit sogar noch direkter und persönlicher betroffen als jetzt beispielsweise Politiker im Bund? Wie kriegen Sie das mit? Weil da kennen sich ja die Leute. Ich meine, da trifft man sich. Ja, da haben Sie recht. Sicherlich sind wir hier vor Ort in der Kommunalpolitik näher an den Menschen dran, tatsächlich sozusagen physisch. Wobei ich glaube, wenn man einen guten Draht jetzt auch via sozialer Medien hat, so wie der Herr Mehring es vorher auch benannt hat, nämlich seine Arbeitgeber sind die Bürger. Warten Sie gerade, ich sehe meine Ja. Videokamera schmeißt mich immer mal wieder raus, sorry. Also ich glaube, wir sind schon näher dran. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist der, man trifft sich beim Einkaufen, man trifft sich auf den Festen, man kann dann auch Auge in Auge miteinander reden. Und ich denke, das, was vorher schon benannt wurde, nämlich der offene Diskurs und auch die Kritik, die ja auch oftmals berechtigt ist, die darf man ja auch diskutieren und da kann man ja auch miteinander ins Gespräch gehen und auch mal streiten. Das ist der Vorteil, wenn man vor Ort ist und wenn man nah dran ist. Der Nachteil ist natürlich, wenn man eine räumliche Nähe hat und solche Listen, wie beispielsweise jetzt gerade auch schon benannt wurden, im Umlauf sind, dann ist die Bedrohung halt auch sehr nahe. Ja. Und wenn dann Konsequenzen auf das, was angedroht wird, folgt, dann ist die Nähe sicherlich dann auch sehr, sehr bedrohlich oder wird schnell bedrohlich. Und Personenschutz wahrscheinlich jetzt in dem Sinne auch nicht, außer es ist eine akute Gefährdung da.